Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights, so wieder mit einem Status der Nero und Anoxi. Yo, Salams! Yeah, und weiter geht's mit dem Gartenbau. Ich bin der kleine Gärtner, falls euch noch dran erinnert. Und ich spiele das gerade auch in die Arme gegriffen. Also wir haben uns jetzt so gemacht für die heutige Session. Das ist ziemlich heute der letzte Part. Und deswegen, ich werde dann im Off den Garten weiterbauen, wenn, falls wir jetzt aufhören, dass ich ab der nächsten Folge dann sozusagen, dass wir dann wieder ein bisschen abenteuerlustiger hier rangehen. Oh, Onkel, was ist denn ein Off? Das heißt, neben der Aufnahme werde ich, das fällt dann schnell zu Ende bei. Du machst das neben der Aufnahme? Du hast... Nox, was machst du da? Wollt das jetzt verbinden mit dem anderen? Du musst geradeaus weitermachen. Das fällt rein. Ja, na, ich will doch die ganze... Ich muss die Samen in die Kiste hauen dann. Ich teile das doch dann aus. Auf. Was? Die Samen dann einfach in die Kiste schmeißen. Ich dachte, das bleibt da hinten stehen, so als unsere kleine Gewürzecke. Nee. Du hast ja eine riesen Gewürzecke. Weißt du, hat einen 700 Quadratmeter Speisegarten angelegt, aber hat keine Gewürzecke. Wo willst du denn die Spreewaldgurken hinsetzen? Hm? Richtig, gar nicht. Bis trotzdem kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, ob man jetzt wirklich hier, ob man Schilder oder so bauen kann. Oh Mann, mein Sack ist voll mit Samen. Ich muss sie erstmal entleeren. Ich schau mich mal. Guckst, gut, okay, dann kann ich wieder rausgehen. Was hier ist da die Samenkiste, was hier vorne? Alles. Haben wir eigentlich jetzt Kohle hier irgendwo rumfliegen? Ja, bei hinten, wo Eisen und so ist. Kohle ist hinten drin. Muss mich jetzt erstmal leer machen hier. Die ganze geklauten Zäune und so. Das klappt ja, oder? Tut's schon weh. Das Herr der Ringe. Wir sind eine Gemeinschaft. Das sowieso. Kohle. Wer hat denn hier 200 Blöcke gebaut? Das war ich. Okay. Ach stimmt, ich. Ach, ich bin ein Witzbold. Ich hatte ja immer noch keinen Platz im Inventar. Was sind für Blöcke? Veredelte Holzblöcke. Hallo. Hallo. Okay, jetzt wird's halt doof. Willst du mir jetzt damit irgendwas sagen? Willst du jetzt wirklich den Scheißweg, nur damit er geradeaus geht, durch das Haus bauen? Warum? Nö. Ich? Warum nicht? Nö. Ja, natürlich du. Nö. Ich weiß nicht, was du willst. Ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, was du willst. Aber ist okay. Onkel, mach dir nichts draus, da bist du nicht der Einzige. Ich verstehe mich auch nicht. Ich habe jetzt ein Problem. Ich auch. Ja, ich weiß. Ich habe keine Steine mehr. Was für Steine? Ja, diese Steine. Diese Steinziegelblock? Ja. Guck mal, ich habe was für dich. Die ist voll. Ein Steinziegelblock. Ist auch voll. Hier ist Platz. Guck mal in diese Kiste rein. Hui, 74. Da werden nicht reichen. Das... Ja, ist doch kein Problem. Nee. Dass ich, ja? Die Kisten irgendwie umsetzen muss. Okay. Und weiter? Stehen die auch in der Luft? Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, die stehen in der Luft. Das Spiel ist sehr, sehr physikalisch akkurat. Sehr akkurat. Oh ne, wenn man ein Schild abbaut, kriegt man nur Holz. Also so ein Schild bauen wäre jetzt echt cool, muss ich echt sagen. Das hätte jetzt. Also nicht unbedingt so Schild, einfach nur so, du gehst dran vorbei und du siehst schon genau, was los ist. Ja, irgendwie sowas. Scheißegal was, aber das ist. Ja, sowas cool. Sowas Extravagantes, du gehst an einer Kiste vorbei und dann steht einfach nur drauf Holz. Ich will Innovationen sehen. Er hat ja eigentlich noch so ein Gartenzäun hier für hier hinne, so das Eck. Kannst du mal ganz. Ja, draußen in der Kiste ist noch ein Gartenzaun. Nee, ich weiß nicht, ob das ein Gartenzaun ist oder. Ja, wir haben hier hinten sind noch solche. Guck mal hier rein. Hier links.
wo ich stehe. Hier, wo die Artefakte sind, da habe ich jetzt mal ein bisschen Zeug reingeschrieben. Ups, sorry. Ja, ja. Käfigtür? Ist das eine Käfigtür? Ich weiß gar nicht. Was haben wir denn da hinten? Nero, du hast doch hier diese Erkerfenster gemacht. Waren das nochmal? Das waren aus Ruinen geklaute Fenster. Ach scheiße, das war extra Fenster. Ja. Nee, falsches Holz. Warte, ich hab noch ein paar, so 154. So, ich habe hier, Ich will nichts sagen, aber ich krieg gerade einen Föhn, Alter, das ist nicht symmetrisch. Warte, das geht so nicht. Dann mach mal hier nochmal, genau. Und ich stelle da mal so einen Holzrahmen her. Das erfreut mein symmetrisches Assi-Herz. Oh, ich kann sogar aus dem Fenster schießen. Ach Gott, du bist so lieb zu mir. Es muss so, es muss. Nein! Aua! Haha. Ich hab den Kuchen gemacht. So, können wir hier mal eine Lampe abbauen? Ist das Zuster. Was? Süchter? Süchter. Bist du süchtern? Nee, nüchtern bin ich nicht mehr. Was? Das hab ich jetzt auch nicht erwartet. Hero? Ja? Hero? Bist du dem Alkoholismus verfallen? Nö. Alles super, alles im Grün. Ja, das merke ich. Absinth? Captain Morgan. Machst du gerade Werbung? Nein. Wenn du Werbung machst, muss ich Product Placement einblenden. Alles in jetzt. Grün. Alles in blau. Oder das eventuell irgendwann mal, ja. Jetzt neu, Captain Rambazamba. Rambazamba. Captain Morgan aus der Kokosnuss. Hier, ich habe auch ein Fenster für hier oben gebaut, ne? Ero. Guck mal, das habe ich gefunden. Was? Ja, warum nicht, mein Gott? Könnte halt nur ein bisschen brennen, ne? Nur ein bisschen. Nein. Sag mal, wollen wir uns. Ja. Okay. Na, geh doch mal weg, ey. Ja. Was macht der denn jetzt schon? Ey Mann, ich hol die Schleims weg. Pro Stroh. Das liegt ja mal drum. Ja, ich hab auch nur 16. Ich hab nicht mal an, wo die restlichen 40 herkommen. Ich hab. Soll ich denn Stroh hinlegen? In der Kiste. Ich hol mir's gleich raus. 1, 2, 3, 4 Ecksteine. In welcher Kiste wird's versteckt sein? Schön, dass du das abhackst. Brauch ich nicht so lange. Genau. Kümmer du dich mal um deine Pflastersteine. Pflastersteine. Mama hat gesagt, sie sind lecker. Ja, war schlecht, Lux, aber ja. Du enttäuscht mich, also. Ne, das war schlecht. Das hat Mama auch immer gesagt. Da war's schlecht, das hast du falsch verstanden. Mir wird's schlecht. Ja, ich glaube, wird auch gleich schlecht, ey. Das hast du komplett falsch verstanden. So, Weizenspross. Was haben wir hier noch drin? Müll. Was haben wir hier noch? Müll. Hier. Was haben wir? Pilzsporen. Rein da. Also wollen wir uns begrenzen mit den Dingern? Also ich sag, wir pflanzen von der Sorte 20 was an und dann ist Schluss, oder? Ja, warum sicher, nicht? Sonst haben wir hier 200.000 solche Dinger stehen. Richtig. Aber das Ganze ein bisschen obligatorisch, aber auch, also nicht jetzt unbedingt ein Feld davon, auch mal ein bisschen gemischt. Nee, wenn dann ein Feld davon, weil sonst kriegst du hier dann. Nee, nicht so, sondern zum Beispiel ein Baum in die Mitte und dann die restlichen Felder drumherum Baumwolle. Sodass wir schön ein schattiges Plätzchen da drunter haben. Mit die pflücken. Mal gucken.
Gucken, wie es wird. Gut. Wie verfahren wir jetzt mit dem Lager fort? Na gut, Lager ist eigentlich fertig. Können wir früher oder später noch auf den zweiten Stock weg? Also Nero. Also Nero, da können wir noch ein zweites Lager, also noch so eine zweite Ebene reinbauen oder sonst. Ja. Was du da? Ich will das gerne mit dem mit der oberen Ebene verbinden. Will ich so gerade, wie wir das dann flüssig Alter. Hinkriegen wollen. Wenn wir ausprobieren, wir haben noch genug Zeit. Wenn die Zeit nicht wäre, komm du erst einmal, Alter. Hab ich auch keinen Bock hier 100.000 Millionen Stromblöcke zu bauen oder so. Das hab ich schon getan, als du drei warst. Damals. Im Kartoffelkrieg. Ich brauch Schleife. Da war das Stroh noch aus U. Da wurde die Krummi-Stiefel noch mit U geschrieben. Was? Schleifstein. Ich bin immer noch dafür, dass Schleifstein eigentlich ein Pokémon ist. Ja, du bist auch so ein Pokémon. Noxi, Noxi! Ah, Noxi! Ja, das ist so, Mann. Das ist so eine kleine Derpy. Genau, Noxi ist so eine kleine Derpy-Robbe, weißt du. Was hackst du denn da oben alles kaputt? Nix. Alter, was soll das denn sein? Oh, Joghurt. Jetzt. Ohne Scheiß, wie wollen wir das jetzt hinsetzen? Nein, die Frage ist nicht ob, sondern wie. Aha. Ja. Ja, total im Bau. Was? Mortal Kombat? Das auch, ja. Ich tue mal, nee, dass ich eingesammelt habe, hier einfach mal in so eine Kiste wieder rein. Tu das. Weil ich gerade mit diesem Lager noch nicht so ganz zurechtkomme. Ich muss mir das erstmal richtig ankommen. Ich auch nicht, aber ist egal. Unglaublich! Wird ja hoffentlich irgendwann mal Beschriftung geben. Ja, denk schon. Ich denke auch. Weil es wird ja auch bestimmt gesehen, Palim Palim. Ne wa? Wa wa? Ne wa. Wa. Chihuahua. Das ist Chewbacca. Chihuahua. Oh, Chihuahua. Ich würde halt gern eins machen hier. Die ganzen Räumlichkeiten mit Treppen und so. Wo stelle ich das am schönsten hin? Ich hab die Idee. Keller. Was meinst du denn? Eine Idee? Eine Idee. Was hältst du davon? Bestimmt viel. Wenn wir jetzt von der Kante hier aus, da wo die Steinkante ist, wo hoch geht, ja, jetzt so stufenförmig nach vorne runtergehen, so als Dachform. Ja, bin ich auch am überlegen. Dann können wir das gesamte Strohdach hier wegreißen. Ja, das war sowieso mein Plan. Und die Gargoyles hier vorne. Das ist doch egal. Und das alles ohne einen einzigen Tropfen Alkohol. Das ist nicht richtig. Fängt ja schon wieder an. Wir haben auch Kinder hier. Ja, ist ja super. Ja, Onkel Nero hat keinen Alkohol getrunken. Onkel Nero hat nur zu stark in der Banane gelutscht. Warte mal, macht das besser? Banane. Die war da bestimmt auch drin. So, der Captain O-Saft mit Banane. Natürlich, was auch sonst. Ja, klar. Captain Capri-Sonne ist voll Bonne. Okay, B. Badabab. Chihuahua.
Der Pitbull, der Pitbull, oh, der Pitbull. Ach komm, es gibt doch gar keinen Fallschaden. Aber allein zu wissen, dass man gefallen ist, reicht das nicht? Nein, niemals. Tun als ob. Machst du das nicht auch im echten Leben, dass du erst auf deine Lebensanzeige guckst und erstmal siehst, oh, ich habe doch keinen Schaden? Nee. Geht doch ohne Lebensanzeige, ne? Ja. Im echten Leben einfach mal gucken, oh, ich habe doch einen Schaden. Ja. Ja, Kinder, es tut mir auch leid, ja, so ein bisschen für euch. Zuerst bauen wir 20 Parts das Haus auf und dann reißen wir es wieder ab. Warum macht ihr denn so? Warum ja, nicht? Sei du mal ruhig mit deinem Garten ohne Gewürzgurken. Das ist kein Garten. Was haben wir da? Hallo. Na gut, man muss sich ja irgendwann mal überlegen und weiterentwickeln, ne? Das Haus war ja quasi schon vorgegeben. Stimmt, wir hatten ja so einen Bruchstollen, so ein Dings gehabt. Mhm. Le Onkel ist ganz schön kusetrit. Ich bin jetzt gerade mal ganz kurz konzentriert eben. Hinter. Weil ich meine, die Kisten umsortiere und das ein bisschen geregelter mache als, ja, yeah, alles in eine Kiste. Ah, oh, alles in eine Kiste. 100 Blöcke, ja, gib's mir. Oh, mehr, ja, oh. Oh. 140. Sehr schön. Oh, liebe Kinder. Mein Gott. Onkel ja? Nero trinkt keinen Alkohol und Onkel Nero isst auch nicht ein bisschen Holz so viel. Nein, Stroh. Stroh bitte, ja? Was denn da? Was denn? Sagt der Mann, der hier irgendeine Scheiße hinsetzt. Ich will so Scheiße. Ich will jetzt erstmal nach vorne gleichmäßig runter. Ja, ich versuch das. Alter, hör doch mal auf, ich versuch das gerade bündig mit dem Haus zusammenzusetzen. Das Dach ist doch zwei Felder zu breit. Ja, dann müssen wir mit dem Dach halt soweit. Das sieht doch Kot aus. Ja, das sieht doch Kot aus. Das sehe ich selber. Wo tue ich denn eigentlich Weizen so ein Seuchen? So ein Seuch? Das ist dein Gebiet, habe ich keine Ahnung, wo du das am besten hinsetzt. Oder vielleicht ganz hinten, aber ganz hinten wird sich schlecht rentieren. Weil, sag mal ehrlich, das wird ja eh draußen gebraucht. Ich würde es an deiner Stelle halt auch eher draußen irgendwo hinsetzen. Sonst du packst doch hier erstmal vorne in die erste Kiste rein. Ob wir überhaupt ein Lagersystem haben, richtig? Lagersystem? Wie im Lager und der erste Kiste. Ja, Großlager, erste Kiste, genau. Hinten. Ja, was denn nun? Ey, hinten ist doch noch alles frei. Vorne ist doch... Obwohl, das gilt ja auch als Zutat. Obwohl, ja. Nox, weißt du was? Ich weiß vieles. Auch. Nur, ich weiß auch vieles, was nicht passt. Oh, das auch, ja. Ach cool, die Schatten hier an der Wand. Ich sehe euch oben am Dach rumstromern. Shadow on the wall! Shadow on the wall! Kennt ihr eigentlich noch das deutsche Remake davon? Das deutsche Cover? Shadow? Schatten an der Wand! Ja! Kennst du das noch? Ja, ich soll das nicht kennen. Ja, sein können. Nero? Ja? Wir haben uns verbaut. Nur ein bisschen. Ja, 5 Felder, ne? Ist egal, da müssen wir jetzt halt von dem hier ausgehen, mein Gott. Ja. Oder wir ziehen hier einfach nochmal so eine kleine Palisade rüber, weißt du, dass wir so einen kleinen Balkon haben. Das können wir auch machen. Ja, das ist alles gewollt, ihr seht schon, das ist alles komplett durchstrukturiert. Ja, genauso wie das Ende von der Folge. Schon wieder? Mein Gott, yep. Ups. Was war das? Folgenende. Das war das Folgenende, Onkel. Das kam um die Ecke. Ich glaube, da ist ein Baurausch. Achso, ich muss ja Abschluss machen. Ja, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, wie gesagt, das war jetzt erst für die letzte Folge. In nächster Folge geht es damit Abenteuer weiter. Ich werde die ganze Kacke jetzt hier noch im Aufbau, also neben der Aufnahme noch bauen. Und dann ist das Feld hier fertig. Und ja, ihr müsst jetzt auch nicht die ganze Zeit zugucken, wie ich hier Löcher buddel.
Und ja. Ich mache so eh schon seit 3 Tagen. Würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, sag ich schon. Wir sehen uns nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Horridoo.